So, Lara, wir müssen jetzt so ein bisschen mehr mit Bein reiten. Ich möchte, dass du gerne, dass du hier auf den Zirkel kommst und dass wir sie so ein bisschen in einen erhabeneren Trab bekommen. Das kriegen wir bei der aber jetzt nur hin, indem du die Unterschenkel ein bisschen mehr schließt und versuchst, dein Pferd zu tragen. Hände bitte runter, Zügel kürzer, genau. So, keine Stellung. Ne, dann, damit du dein Pferd erstmal stabil hast. So, und jetzt versuchst du, schau mal zu mir, dass du unten die Beine so schließt, dass du dein Pferd vor dir hertragen kannst. Genau. Und dadurch, dass dein Pferd jetzt sehr aktiv im Hinterbein ist, kannst du vom Kopf her an langsam denken. Ruhige Hände, tief, keine Stellung, vor allem nicht nach rechts. Okay, jetzt versuch sie noch ein bisschen mehr aufzunehmen. Pobacken zusammenkneifen und Unterschenkel schließen und tragen. Jawohl, da kommt sie aus der Schulter. Das ist der Takt. Merkst du es? Dann wird sie vorne größer. Ne, und kommt so richtig schön aus der Schulter und hält auch so ein bisschen inne. Jetzt liegt es an dir, krafttechnisch, die Beine geschlossen zu halten und dein Pferd immer vor dir herzutragen. Keine Stellung. Das ist es. Sehr schön. Gut. Hände tief. Ja. Nicht schnell nach vorne reiten. Du denkst jetzt nur noch an vorne nach oben. Tragen. Jawohl. Das ist es. Dieses Gefühl. Ah, guck mal. Kein Problem. War zu viel Stellung? Gar kein Thema. Keine Stellung. Keine Stellung. Versuch nicht mit der Hand zu tragen, versuch mit dem Bein zu tragen. Knie und Unterschenkel. Jawohl! Siehst du. Handwechsel. Dasselbe auch linksrum. Ganz gleichmäßig, dass sie nicht angaloppiert auf der Hand. Nicht zu viel Druck mit dem linken Schenkel. Warte, äppelt gerade. Schön gerade, Hände drunter. Und versuch vor dir zu tragen. Schieb sie, merkst du, der linke Schenkel ist deutlicher und dann drückst du sie dir nach rechts weg. Sehr gut. Und versuch mal vom Takt etwas langsamer zu reiten. Gar nicht so viel. Tack, tack. Etwas ruhiger. Die ist ja sehr gut. Das war ein schöner Ansatz. Ne? Die ist ja im Hinterbein sehr, sehr gut. Und Ruhe. Nur noch tragen. Ja! Oh, hast du das gemerkt? Die dritte? Und einmal im Schritt, warte. Jetzt müssen wir noch, und einmal im Anhalten. Da, als du diese tollen Tritte hattest, da warst du, hast du nichts mit der Hand gemacht, sondern hast einfach nur, Entschuldigung, zugemacht und getragen. Sobald du das Gefühl hast, da wird es schwächer und dann fängst du mit der Hand an zu parieren, dann ist du durcheinander. Dann lass sie lieber wieder nach vorne traben, wenn du merkst, deine Beine werden schlapp. Ja? Das ist sehr gut. Das wäre schon richtig schön für einen versammelten Trab. Sehr schön. Sehr gut, Lara. Gerade machen. Sehr gut. Lob sie mal mit der inneren Hand. Schön. Sehr cool. Jetzt hast du, merkst du, jetzt hast du das Gleichmäßige drin, ne? Handwechsel, Hände runter, Hand runter, Züge kürzer. Ja, dahin. Benutz deinen Körper. Und einen ruhigeren Takt, nicht mehr so nach vorne schieben. Jawohl. Rechts weich, rechts weich. Achte darauf, dass sie sich nicht verkantet. Gut so. Rechts weich werden, rechte Hand runter. Gut, und noch einmal anhalten. Richtig gut, Lara. Echt richtig gut. Pass auf, jetzt versuche ich dir noch ein Gefühl zu vermitteln. Du drückst mir im Moment noch ein bisschen zu doll im Oberkörper, dass du
die Pobacken so zusammenkneifst, dass du nicht mehr nach da vorne schiebst, sondern mit Pobacken nach hier immer trabst. Das heißt, der Takt darf etwas langsamer werden. Man muss ja immer aufpassen, versabbelter Trab ist ja nicht langsam reiten. Aber du musst ihr so weit die Chance geben, dass sie auch aushalten kann oben. Wenn du sie anhebst, aber gleichzeitig nach vorne schiebst, hat sie keine Chance. Ja? Weißt du, was ich meine? Du hast jetzt nur noch das Gefühl, hinten passt alles, dass du hier hintrabst mit den Schultern, mit ihren. Genau das. Ja, guck mal. Sehr schön. Guck. Und guck mal, schon bin ich leise und meckere nicht mehr. Ganz toll. Handwechsel, weich mit der rechten Hand. Jetzt wieder anspannen, da hast du weglaufen lassen. Spann die Pobacken, kneif sie an. Mein Gott, das war jetzt Heulwägelchen. Kneif die Pobacken zusammen, meinte ich. Achtung, es geht zu dolle nach vorne. Nicht zu viel links drücken. Pobacken. Ja, ja, sehr gut. Sehr gut. So, schön da. Guck mal, jetzt hast du wieder den Takt. Merkst du das? Nicht drücken. Hände tief. Sehr schön, Lara. Zügel kürzer, Hände tief. Und jetzt machst du bitte einmal eben Schritt und lässt sie einmal lang. Sehr geil. Und schau mal, nur mit deinem Körper nimmst du die äußere Schulter nach innen, nicht mit der Hand. Okay? Auch wenn jetzt noch mal ein bisschen vielleicht weniger Stellung ist, dadurch, dass wir jetzt gerade an dem großen Takt arbeiten, ist es kein Problem. Gehst mal eben eine Runde auf den Zirkel. Nicht zu viel drücken mit dem linken Schenkel, linker Schenkel vor. So ist schön. Ruhiger Takt und trag sie. Gut, und so gehst du nächste lange Seite ins Schulter herein. Nicht zu viel linker Schenkel. Sehr gut. Schön gleichmäßig. Gut. Nächste lange Seite, nochmal Schulter herein. Und jetzt, Lara, versuchst du mal, wenn das so gut klappt wie auf der anderen langen Seite, versuchst du mal mit dem rechten Knie sie ein bisschen mehr abzufangen. Dass du nochmal mit dem rechten Knie die rechte Schulter anhebst. So ist gut. Trag sie mit dem rechten Knie, anheben, anheben. Gut, nochmal an der nächsten langen Seite. Gut im Genick. Okay, pass auf. Jetzt machen wir es nochmal, wie wir es früher hatten. Nur einmal, um das zu zeigen. Die Beine weg. Und jetzt reitest du das nochmal so, wie du das früher gemacht hattest, am rechten Zügel. Also ein bisschen Larifari. So, genau. Ne? Und das war immer unser Problem, dass sich das Pferd dann am rechten Zügel im Genick verkantet hatte. So, das lag aber daran, dass wir zu wenig mit Beinen geritten sind. So, jetzt hebst du sie wieder an, machst bei B eine Volte. Ruhiger Takt. Guck mal, auch in der Volte ist das Genick jetzt gut. Und Schulter herein. Nicht zu viel links drücken. Rechte Schulter abfangen. Gut.
So, und wir machen im Moment, Lara, noch nicht mehr Biegung im Körper, ja? Weil ich kann jetzt nicht alles auf einmal verlangen von ihr. Mach's bei E nochmal eine Volte. Trag sie, Hände runter. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Oh. Und Schulter herein. Sehr gut. Ja? Ne, sie könnte sich noch einen Tick mehr biegen im Körper, aber ich möchte es noch jetzt noch nicht. Okay. Und einmal im Schrittpause. Jetzt machst du bei V eine Volte. Das heißt, du öffnest deinen Körper nach rechts, nimmst dein Pferd mit in die Wendung und gehst danach ins Schulter herein. Das linke Knie bringt die linke Schulter nach innen. Nicht zu viel Stellung. Linkes Knie, linke Schulter abfangen. So ist gut. Sehr schön. Gut. Nächste lange Seite nochmal. Das linke Knie nimmt die linke Schulter nach innen. Und gleichzeitig kann das linke Knie auch die linke Schulter anheben, ne? Richtig gut. Und weißt du, was auch ganz toll ist? Der Schweif, auch im Schulter herein, der pendelt wunderschön hin und her. Nochmal schön mit Stellung durch die Ecke reiten, mit dem inneren Schenkel schon mal vorbereiten und das äußere Knie super gemacht. Sehr gut, guck mal. Richtig gut. Okay, gehst auf die, bei C auf die Mittellinie, machst eine lange Traversale bis K. Und auch langsam, gib ihr die Chance, groß zu traben. Gut, gut. Schön in Stellung und Biegung, sehr gut. Und wieder auf die Mittellinie, halbe Traversale bis H. H ist da hinten, innerer Schenkel bleibt dran. Der bleibt dran. Guck mal, wie schön die jetzt. Mehr Stellung. Und wieder abfangen, nach oben traben. Hast du gemerkt? So ganz zum Schluss, da wurdest du, hast du ein bisschen nachgelassen, ne? Machst du die Linkstraversale nochmal? Ne, da fehlte dann hinterher, wie nennt man das so schön, die Kadenz. Nicht mit der Hand. Ah, da sind wieder die Beine. Gut. Nicht drücken mit dem Oberkörper. So, in der Traversale hebst du mit dem inneren Schenkel und inneren Knie die innere Schulter an, dass sie groß trabt. Noch versammelter, mehr bergauf. Da, das ist es. Gut, gut, der Takt, der Takt. Okay, nächste Diagonale, starker Trab. Genick etwas hochnehmen, Nase vorschieben mit beiden. So, nicht mehr, nicht mehr. Und leicht traben, lass dich strecken.